Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung bei uns auf dem Kanal, sofort und gleich. Das When Ding. I was a little boy, ja, Evil Defenders heißt das Spiel. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Dein Alter. Ich mache jetzt einfach mal. Ich lasse es jetzt einfach mal scrollen. Und dann, wo es endet, da werden wir dann. Also, ich mache jetzt einfach mal zack und stopp. Evil Defenders. Spielen. Das Team. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach auf Spielen. Also machen wir mal das erste Tutorial von Evil Defenders. Verteidige deine Länder, schütze deinen Besitztum, verhindere, dass die Feinde das Ende der Straße erreichen. Platziere deine Türme so auf ihrem Weg, dass keiner von ihnen überlebt. Ah, so wieder so ein Tower Defense Spiel. Verheerende Wirkung, aber ziemlich langsam, verursacht Bereichsschaden. Je weiter der Feind vom Aufschlagspunkt entfernt ist, desto geringer ist der Schaden. Hier bauen. Bereichsschaden. Kann keine fliegenden Feinde angreifen. Okay. Hab ich doch jetzt. Okay. Klicke, um die Welle zu starten. Okay. Neuer Turm. Alte Krypta. Bewacht den Weg mit Hilfe von Skeletten. Die Skelette halten die Feinde auf und verwickeln sie in einen Nahkampf. Okay. Hier bauen. Jetzt haben wir da die Krypta mit den Skeletten. Dann holen wir wohl die nächste Welle. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch das. Wie viel brauche ich denn? 47. Dann machen wir hier nochmal sowas dahin, ne? Dann lassen wir die nächsten einfach wiederkommen. Aber. Den kann ich mir jetzt gerade gar nicht leisten. Okay. War jetzt vielleicht nicht ganz so clever, was ich gemacht habe. Irgendwie habe ich gedacht. Na gut. Alle Skelette haben es ja eh geschafft. So. Dann müssen die nächsten schon wieder kommen. Neue Fähigkeit Blitz, eine mächtige elektrische Entladung. Je näher der Feind am Aufschlagpunkt ist, desto größer ist der verursachte Schaden.
Ja, damit sind sie alle tot. Okay. Im Tesla-Stil. So, jetzt kann ich mir den dann noch holen. Was ist das? Dicker Bauer mit einer schweren Schaufel bewaffnet. Weiß im Kampf gut damit umzugehen. Okay. Was ist das? Einfacher Mann mit Heugabel. Allein nicht sehr gefährlich. Dafür umso gefährlicher in großen Gruppen. Okay. Sollen die nächsten schon kommen? Auf. Orte der Macht. In jedem Level gibt es einen Ort der Macht. An jedem dieser Orte kann der Verlauf des Kampfes auf faszinierende und ungewöhnliche Weise beeinflusst werden. Die wilde Strömung des Flusses erschwert den Vormarsch der feindlichen Truppen. Das bringt dir Vorteile im Kampf. Wir sind ja jetzt schon fast weg. Brauche ich ja gar nichts mehr großartig zu machen. Komm schon mit den nächsten auf. Komm. Nein, er hat den Blitz gemacht. Scheiße. Verteidigungskraft des Feindes. Es existieren zwei Varianten. Körperliche und magische Kraft. Die schwächsten Feinde haben weder die eine noch die andere. Körperliche Kraft wird am meisten genutzt. Über magische Kraft verfügen nur ausgewählte Krieger. Na, das sind dann wohl die da hinten. Neuer Feind Soldat. Trägt eine schwere, selbstgemachte Rüstung, bewegt sich langsam, ist im Kampf aber sehr stark und sehr gefährlich. Kommen die nächsten. Na, mal gucken, wenn der Blitz fertig ist, dann hau ich den einfach mal da rein. Den brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr, so wie es aussieht. Können die nächsten schon kommen? Da werde ich dann noch den Blitz reinhauen. Sind sie alle auf einem Fleck? Mache ich das da? Sind sie fast komplett tot. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Okay, also Tower Defense Spiel. Sobald du eine Mission abschließt, wird der nächste Missionsmodus freigeschaltet. Der Schwierigkeitsgrad sowie die Anzahl der Wellen erhöht sich. Dabei wird der zusätzliche Bonus der Belohnung für den Abschluss der Mission addiert. Gehen wir mal hier rein. Was? Deine Seelen. Je besser das Missionsergebnis, desto mehr Seelen bekommst du. Schalte die neuen Möglichkeiten deiner Türme frei und verbessere deine Fähigkeiten im Upgrades-Menü mit Hilfe der verdienten Seelen. Das wird die Verteidigung der Länder des Bösen künftig stärken. Gehen wir mal da rein, gucken wir mal, was das bedeutet. So. Radius. Vergrößert den Wirkungsradius. Gesundheit. Wie mache ich das jetzt? Ah. Oh, okay. 141 habe ich.
Das kostet dann wohl 170. Was da hinten? Das kann ich mir jetzt wohl nicht mehr leisten, aber das hier kann ich mir noch leisten, ne? 31 habe ich jetzt nur noch. Okay. Alles klar. Hier findest du alle Tipps und Beschreibungen. Alles klar. Dann gehen wir mal hier rein. Standard. Gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Neuer Turm Lehrling. Verursacht starken magischen Schaden, hat aber nur einen mittleren Wirkungsradius und eine geringe Angriffsgeschwindigkeit. Hier bauen. Machen wir. Okay. 310 haben wir noch. Ich weiß gar nicht, von dort kommen die dann. Teleportiert Feinde, woher sie gekommen waren. Okay. Also hier will ich aber noch. Hier kann ich gar nichts machen. Moment, was? Kann ich hier irgendwas machen? Da kann ich auch nichts machen. Neuer Turm, schlafender Drache. Das Gebrüll des Drachen verlangsamt den Vormarsch des Feindes für einige Zeit. Hier bauen. Schlafender Drache. Ah, hier kann ich ganz normal wieder. Das setze ich da mal hin. Und dorthin noch. Oh, das war vielleicht nicht ganz so clever von mir, aber gut, schauen wir einfach mal, was passiert. Der Schnellläufer. Ich hätte ein paar Skelette setzen müssen irgendwie. Na ja, gut. Ich hab's falsch gemacht. Egal, kriegen wir schon. Kommt gleich das nächste. Giftiger Sumpf. Na, jetzt habe ich hier Skelette. Okay, gleich das nächste. Angriff der Feinde. Die meisten Feinde stürzen sich kopfüber direkt ins Kampfgetümmel, aber es gibt auch einige, die lieber aus der Ferne schießen. Solche Feinde sind im Nahkampf meist besonders verwundbar. Ja, habe ich jetzt leider nichts mehr für Nahkampf. Aber so weit kommen die gar nicht mehr. Ich hole mir die von da unten noch. Wenn etwas schiefgegangen ist, kannst du mit Hilfe einiger Seelen in der Zeit zurückreisen oder kannst dir im Laufe der Mission einfach ein paar Upgrades hinzukaufen. Neuer Feind Bogenschütze, den hatten wir schon gehabt. Und hier, was ist das? Neuer Feind Ritter. Ritter Ehrenkodex ist für ihn ein Fremdwort. Bewegt sich mäßig schnell, ist aber äußerst fit und gefährlich. Gegenseitige Hilfe. Einige Kreaturen sind in der Lage, die Kampffähigkeit ihrer Verbündeten zu verstärken und ihnen zu helfen. Sie heilen, beschleunigen oder erhöhen zum Beispiel deren Kraft. Thank you.
warte jetzt mal. So, der ist jetzt gleich weg, da kann ich bei 110. Ich mir jetzt für 110 gleich noch was da. Komm, auch mach die mal fertig da jetzt. Kann nicht sein, dass die noch so lange leben. Zwei Ritter, okay. So geht das schon mal gar nicht, Kollege. Jetzt kommen die gleich wieder. Neuer Feind in Magier, oh mein Gott. Was haben wir da noch? ...180 kostet das Upgrade, da kostet es 180. 155. Mach den fertig. Mach den fertig. Waldhütte. Okay. Das haben wir geschafft. Alles klar. Gucken wir mal, machen wir noch ein Ding hier. Wenn du eine Mission zum ersten Mal abschließt, schaltest du damit den Prüfungsmodus für diese Mission frei. Fordere Feinde und auch dich selbst heraus und verdiene dir noch mehr Seelen. Gucken wir in die Upgrades rein, was wir jetzt dadurch bekommen haben. ...160 würde das kosten. Was gibt es noch zur Auswahl? 80. Wirkungsradius um 50%. Was ist das hier? Zielverteidigung. Okay, was haben wir da? Vergrößert den Schaden. Ja gut, aber so oft habe ich das nicht. Also wenn, dann ist es eher das hier, den Wirkungsradius vergrößern. ...9%. So, und dann müssen wir schauen, was wir jetzt hier rausmachen können. Wir machen jetzt noch eine Mission. Standard natürlich. Jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen. Vorhin habe ich ein bisschen Käse gespielt. So. Armbrustgoblin, Scharfschütze. Ein Scharfschützengoblin richtet aus der Distanz erheblichen Schaden an, schießt jedoch nur sehr langsam. Das bedeutet, wir machen... Kann man da irgendwas machen? Das weiß ich nicht. So, halbiert. Also, jetzt müssen wir hier mal was hinmachen. Dann machen wir die hin. Dann machen wir hier das hin. Hier müssen wir die hin machen. Und dann müssen wir auch noch sowas da hin machen. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert, ne?
Ja, komm schon mit dem nächsten. Oh, alte Krypta, der dunkle Ritter, Rittergruft. Hier gibt es die dunkelsten der dunklen Ritter, stark und angetan mit der allerbesten Rüstung. Ich habe das Gefühl, jetzt werde ich gleich ein Problem haben. Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt hierher bekommen habe. Neue Fähigkeiten Mac Hellman. Rufe den unbesiegbaren Dämonen herbei, damit er dir im Kampf gegen den Feind hilft. Okay, das war jetzt dann doch sehr, sehr effektiv, muss ich sagen. Ork-Kanone-Generator. Ork-Kanon. Produziert einen Blitz, der von Feind zu Feind weiterspringt und viele verletzt. Neuer Feind, der Fahnenträger. Mit einem Fahnenträger in ihrer Mitte kann die gegnerische Armee ihre Ziele schneller erreichen. Dann haben wir hier Altar der Winde. Der uralte Altar kann einen mächtigen Wind herbeirufen, der den Vormarsch des Feindes behindert. Oder einen Sturm entfesseln, der Feinde mit Blitzen verletzt. Okay, brauchen wir noch nicht. Dunkler Druide vergiftet die Feinde. Fliegende Feinde, äußerst geschickt und gefährlich. Während sie in der Luft sind, können ihnen einige Türme, wie zum Beispiel die Ork-Kanonen, nichts anhaben. Aber es ist möglich, dass ich das andere Ding habe. Ja, sonst hätte ich jetzt echt ein Problem gehabt, ey. Schlafender Drache, Furchtauge, Auge des Bösen, reduziert die körperliche und magische Verteidigungskraft deiner Feinde, wodurch sie leichter zu verletzen sind. Thank you.
Letzte Welle. Das ist dieser Fahnenträger Icarus, okay. So, und jetzt kommt die finale Runde. Schauen wir mal, was wir da rausholen können. Die macht da mal schon ein Upgrade. Meine sagen, wofür ich das Upgrade gemacht habe. Dieser Typ ist echt Psycho hier. Ganz schön hartnäckige Brocken hier. Hat er es echt geschafft, den zu überleben, oder was? Das gibt's ja wohl nicht. Der hat's doch nicht geschafft zu überleben, oder? Oh, ich hab einer weniger. Bergbewohner. König des Hügels. Alter Vater. Heieiei. Der war stärker als mein Dämon. What the hell? Hier kannst du neue Missionen freischalten. Im Shop. Was muss man dafür tun? 2000 Seelen für Ödländer, 8000 Seelen für alles in einem. Okay, 2000 Seelen brauchen wir, um dann weiterzukommen. Dann kann man erstmal hier... Ach, da oben ist auch noch was, oder? Ja! Würde mal sagen, das war es jetzt erstmal von Evil, von der Spielevorstellung Evil Defenders. Wenn ich dieses Spiel weiterspielen soll für euch, dann schreibt doch mal was in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke, um über neue Videos informiert zu werden von uns. Und schaltet sich mal wieder ein, falls es wieder heißt Evil Defenders oder wenn ich ein neues Spiel wieder vorstellen sollte. Also macht's gut, bis dann und tschüss.